irgendwie steckt dieser ganze Monat voller Überraschungen. Nun hetze ich also zurück nach New York und ihr seht schon, ja, ich bin in Lissabon, nicht wahr? Und mein Anschluss ist verpasst. Ich bin genau 10 Minuten später gelandet, also 10 Minuten nachdem die Maschine nach New York weg war. Und jetzt bin ich halt in Lissabon. Wollte ich schon immer mal hin, aber es ist natürlich ein bisschen schwer, jetzt so durch die Gegend zu hinken. Und so hinke ich also dem nächsten Restaurant entgegen und werde mal den Wein hier genießen. Also, ich hoffe mal, dass ich morgen dann tatsächlich bitte in New York lande. Aber so macht das Ganze natürlich richtig Spaß. Zum Wohl. So, das war jetzt mal ein super Dinner. Und ich muss sagen, wer mich jetzt schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich einem ganz einfachen Lebensmotto folge. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann brauchst du dich darüber auch nicht aufregen. Und wenn du etwas ändern kannst, well, dann brauchst du dich darüber auch nicht aufregen. Waren irgendwie spannende Tage die letzten Tage. Jetzt geht's morgen dann vielleicht zurück nach New York. Und ich hatte eine Spitzenzeit und freue mich jetzt auf die Family. Ciao.